Herzlich willkommen zur Videolösung der 8. Serie. Wir besprechen die Aufgabe 5. Diese Aufgabe ist die zweite Videolösung zu dieser Serie. Der Grund dafür ist, dass es sich bei dieser Aufgabe ebenfalls um eine sehr allgemeine Aufgabe handelt, welche so oder in einer ähnlichen Form immer wieder mal vorkommen könnte. Wir besprechen darum aber auch nicht die ganze Aufgabe, sondern nur die Teilaufgaben A und B, weil darin geht es um die neuen Themen. In den Teilaufgaben C und D geht es eigentlich dann nur noch um Kinematik. Das haben wir schon oft gemacht. Aber die Teilaufgaben A und B, die wollen wir jetzt trotzdem nochmal genauer anschauen. Ich lese die Aufgabe kurz vor. Eine homogene Vollkugel von 12 kg Masse und einem Radius von 10 cm rolle aus der Ruhelage ohne Schlupf das Dach eines Hauses hinunter. Das Dach hat einen Neigungswinkel von 30 Grad zur horizontalen und die Kugel rollt 7 Meter weit über das Dach. Die Situation, die sieht also so aus. Wir haben die Kugel hier am höchsten Punkt auf dem Dach, die beginnt zu rollen entlang der gesamten oder entlang der Strecke L, bis sie am tiefsten Punkt vom Dach angelangt ist. Das Dach hat einen Neigungswinkel Phi, das heißt, mit diesem Neigungswinkel Phi und der Länge der Hypotenuse können wir mit Trigonometrie gleich auch den Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt dieser schiefen Ebene und dem tiefsten Punkt der schiefen Ebene hier berechnen. Ja, und dann im zweiten Teil der Aufgabe fällt dann die Kugel noch runter und trifft dann bei einem Abstand S gegenüber der Hauswand auf dem Boden auf. Ja, in dieser Aufgabe geht es jetzt eigentlich hauptsächlich um den Energiesatz. Der Energiesatz, der besagt, dass die totale Energie von einem geschlossenen System erhalten ist oder zeitlich konstant ist. Aber eben ganz wichtig, in einem isolierten System. Und die Energie, welche wir kennen oder welche jetzt für diese Aufgabe relevant sind, das sind die ist die kinetische Energie, die potenzielle Energie und jetzt eine neue Energieform, welche wir jetzt auch noch kennen, die Rotationsenergie. Also all diese Energien der Masse m zusammengezählt müssen zu jedem Zeitpunkt der Bewegung gleich sein, solange keine Reibung herrscht oder die Masse in irgendeiner Form verformt wird oder ähnliches. Wir können also die Energiebilanz aufschreiben, zum Beispiel zum Zeitpunkt, bei dem sich der Ball da oben befindet, das nenne ich jetzt den Zeitpunkt 0, und dem Zeitpunkt, bei dem sich die Masse m hier unten befindet, das nenne ich den Zeitpunkt 1. Und das mache ich natürlich so, um herauszufinden, was diese Masse hier unten für eine Geschwindigkeit hat, weil die muss ich kennen, um dann, das muss ich dann noch in Geschwindigkeitskomponenten zerlegen, um herauszufinden, wie weit die Masse dann noch wegfliegt vom Hausrand. Das heißt, zum Zeitpunkt 0 habe ich eine totale kinetische Energie oder eine totale Energie, welche sich zusammensetzt aus der kinetischen Energie zum Zeitpunkt 0, der potenziellen Energie zum Zeitpunkt 0 und der Rotationsenergie zum Zeitpunkt 0. Die Kugel bewegt sich noch nicht, das heißt die kinetische Energie und die Rotationsenergie sind 0. Gegenüber dem Punkt da unten habe ich aber eine potenzielle Energie, das ist m mal g mal Delta H. Zum Zeitpunkt 1 habe ich dann eine totale Energie von, die sich auch zusammensetzt aus der kinetischen Energie zum Zeitpunkt 1, der potenziellen Energie zum Zeitpunkt 1 und der Rotationsenergie zum Zeitpunkt 1. Potenzielle Energie hat sie jetzt hier unten nicht mehr, wenn wir den Nullpunkt an
der potenziellen Energie an diesem Punkt hier wählen. Aber jetzt hat die Masse kinetische Energie und Rotationsenergie. Die Formel für die kinetische Energie, die kennen wir, das ist 1 Zweitel m mal v Quadrat. Und die Formel für die Rotationsenergie, das ist 1 Zweitel mal i mal Omega Quadrat. Wobei i ist das Trägheitsmoment der Kugel und Omega Quadrat oder Omega ist die Winkelgeschwindigkeit. Man sieht, die beiden Formeln, die sehen eigentlich genau gleich aus. I ist nichts anderes, oder m ist die Trägheit der linearen Bewegung, die nennen wir Masse. I ist die Trägheit der Rotationsbewegung, wir nennen das das Trägheitsmoment. V ist die Geschwindigkeit der linearen Bewegung, während Omega die Geschwindigkeit der Rotationsbewegung ist, eben die Winkelgeschwindigkeit. So kann man sich diese Formeln immer schön merken. Die sieht eigentlich genau gleich aus wie die Formel für die kinetische Energie. Einfach halt die Masse ersetzt durch das Trägheitsmoment und die Geschwindigkeit ersetzt durch die Winkelgeschwindigkeit. Jetzt die Winkelgeschwindigkeit Omega, die hat eine Beziehung zur Geschwindigkeit. Das ist nichts anderes als V über R. Und das Trägheitsmoment einer Vollkugel, das kann man nachschauen, das sollte man vielleicht in einer Zusammenfassung haben, das kann man natürlich auch ausrechnen, aber normalerweise schaut man das einfach nach. Das Trägheitsmoment einer Vollkugel entspricht 2 Fünftel mal der Masse der Kugel mal dem Radius der Kugel im Quadrat. Das heißt, mit diesen zwei Beziehungen können wir jetzt diese Formel hier umschreiben. Das gibt 1 Zweitel mal mv Quadrat plus 1 Fünftel mal mv Quadrat, wobei wir jetzt i ersetzt haben durch diesen Ausdruck und Omega ersetzt haben durch diesen Ausdruck. Das ergibt schlussendlich den Ausdruck hier. Können wir jetzt also zusammenzählen und v² ausklammern. Und dieser Ausdruck hier muss dann schlussendlich, oder diese Energie, die wir jetzt erhalten haben, muss ja die gleiche Energie sein wie zu Beginn. Das heißt, wir erhalten die Beziehung, dass m mal g mal das Delta h gleich sein muss wie 7 Zehntel m mal v im Quadrat. Und jetzt können wir v ausrechnen, weil wir haben Delta h. Das Delta h ist gegeben über diese trigonometrische Beziehung. M haben wir auch gegeben, g wissen wir auch. Und die Rechnung ist in der Musterlösung genau ausgeführt, ist eigentlich, die geht nicht mehr lange. Und wir erhalten dann für die Geschwindigkeit v 7 Meter pro Sekunde. Die Winkelgeschwindigkeit Omega kann man dann aus der erhaltenen Geschwindigkeit direkt berechnen, weil wir kennen ja den Radius unserer Kugel und die Beziehung zwischen der Winkelgeschwindigkeit Omega und der Geschwindigkeit V ist gegeben durch diese Formel hier. Das heißt, wir bekommen die Winkelgeschwindigkeit sofort. Das ist 70 mal 1 pro Sekunde. Wie gesagt, die zwei weiteren Aufgaben werden wir hier nicht mehr vorlösen. Es ging nur darum, das Prinzip so einer Aufgabe zu zeigen. Und das ist jetzt hier das nichts anderes als Energieerhaltung, die Anwendung des Energieerhaltungssatzes. So eine Aufgabe kommt in dieser oder
sicher in ähnlicher Form immer mal wieder vor. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Videolösung. Auf Wiedersehen.